Blitzbob, Computerecke, Computerecke. So, heute tun wir Computer zusammenbauen. Computer bauen. Hier haben wir ein Mainboard, ein ASRock. Keine Ahnung, welche Nummer ist das? Ein H81M DGS. Das bauen wir hier rein. So rein. Und dann tun wir das verschrauben. Jetzt verschrauben. So, schön gerade hinmachen. Jetzt machen wir eine Schraube. Ah, das war schon ein Fehler. So, das ist Bastelecke, PC-Ecke. Das ist PC-Ecke. Immer bauen, Computer zusammenbauen. So, noch eine Schraube. Schraube, Schraube. Das muss schön gerade. So, dann machen wir noch eine Schraube. Mal sehen, ob der Computer läuft. Weil das ist die PC-Ecke. Das ist extra PC-Ecke. Da muss man viel schrauben. Ja, das ist doch klar. Da muss man schrauben. Ah ja. Das ist ja das, was ich sag. Immer schrauben. So, jetzt machen wir die Schraube da rein. Immer viel. Viel schrauben. So, anziehen. Gut. Gut. Schön schrauben, schrauben. So ist gut. So, jetzt machen wir hier die Schutzklappe raus. Wie geht denn das bei dem? So einen Prozessor habe ich noch gar nicht gehabt. Wie geht denn das raus? So, jetzt ist es draußen. So, jetzt machen wir den Prozessor rein. Prozessor. Was ist denn das für einer? Oh, das ist ein... Wo steht denn das? Ein i3-4130. Jetzt mal sehen, wie der reinkommt. Wie kommt denn der rein? Das Modell kenne ich noch gar nicht. Kommt der so rein, oder was? So ist er schon drin. Und jetzt machen wir die Klappe zu. So rein, schon drin. Jetzt machen wir noch Blitzbob, Blitzbob, Bastelecke, Computerecke. Jetzt machen wir noch Kühlpaste drauf. Kühlpaste. So, dann machen wir einen Tropfen hin. So, Kühlpaste. Blitzbob, PC-Ecke, PC-Ecke. So, jetzt machen wir den Kühler rein. So, jetzt gucken wir mal, ob der passt. So, das sieht doch gut aus. Blitzbob, PC-Ecke, PC-Ecke. Passt der? Der sitzt, ja. Und jetzt machen wir das Kabel hier. Machen wir da rein. So, wie geht denn das? Das muss doch gehen. Passt das? So eine Scheiße. So müsste es doch gehen, oder? Oh, PC-Ecke, PC-Ecke. So, jetzt machen wir den Audioanschluss. Das ist Audio. Wo haben wir hier Audio? Audio. Guck mal, mit der Taschenlampe. Fan, wo ist ein Audio? Hier ist Audio. Dann kommt das da rein. Das ist Audio. Audio. Oh, das Kabel stört hier. Dann machen wir so. Jetzt machen wir noch den Arbeitsspeicher rein. Blitzbob. Bastelstudio. Hier haben wir ein DDR3 4 GB. 1333 MHz. So, wo kommt denn das jetzt rein? Kommt das jetzt bei 1? Wo ist 1? Kommt das da oder da? Da ist es da. Ich brauche mal meine Taschenlampe. Machen wir bei 1A rein. So, hier machen wir einen Arbeitsspeicher rein. So ist richtig. So, jetzt geht's gleich weiter. Blitzbob, PC-Ecke, PC-Ecke. So, jetzt machen wir den USB, schließen wir an. USB, würde ich sagen, machen wir hier rein. Machen wir hier USB.
So, hier machen wir USB. Blitzbob. PC-Ecke. So, jetzt habe ich diese Kabel verkabelt. So, jetzt tun wir die Festplatte verkabeln. Das machen wir einmal da rein. Hast du es? Hä? Wie kommt das rein oder so rum? Das kommt so rum rein. Und das machen wir in SATA 1. Machen wir hinein. Hier hinein. So. Sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt tun wir das Netzteil hier verbauen. Das ist ein 500 Watt Netzteil. So, wie geht es rein? Machen wir das so. So hinein. Aha. Und jetzt verschrauben. Jetzt verschrauben. Schrauben, schrauben. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist nur die Schraube nachführen oder so ein Scheiß. So. Jetzt machen wir hier eine Schraube rein. So, einmal. Wo ist das nächste? Ich brauche eine Taschenlampe. Immer schön verschrauben. So, dann machen wir noch eine Schraube. Immer schrauben, schrauben, schrauben. Immer schrauben, schrauben, schrauben. So. Immer schrauben, schrauben. Schön anziehen. So, okay. Jetzt haben wir das Netzteil verschraubt. So ist es. Netzteil verschraubt. Jetzt machen wir dieses Stromkabel. Wo kommt denn das rein? Das kommt da rein. Aber wie rum? Wie rum gehört denn das? So rum. Das stecken wir hier rein. So. Das steckt drin. Und jetzt stecken wir noch ein Viererkabel rein. Das CPU-Kabel machen wir jetzt hier rein, wenn es reinpasst. Das gucken wir jetzt mal, ob das hier reinpasst. Mal sehen, ob das reinpasst. Ach, andersrum. Andersrum. So, das passt. Das müssen wir auch noch anschließen. Okay, das machen wir da rein. So, okay. PC-Ecke. So, das ist eine GTX 750 Ti. Die machen wir jetzt rein. Mal sehen, wie das geht. Einfach reinstecken. Das Kabel hier weg. Jetzt stecken wir die Karte hinein. So, wie geht es? So, jetzt ist sie drin. Ich hoffe, die sitzt richtig. Jetzt tun wir es verschrauben. Verschrauben. So. So, gut verschrauben. Okay, das war's schon. Und so sieht der PC aus. Jetzt hoffen wir, dass er funktioniert. Achso, wir müssen ja noch den Strom anschließen von der Grafikkarte. Strom anschließen. Dann nehmen wir so ein PCIe-Kabel und stecken das hier hinein. So, was brauchen wir noch? Das war eigentlich alles. Haben wir jetzt alles verkabelt? Wir haben die Festplatte verkabelt, die Grafikkarte ist drin, Prozessor ist drin, RAM ist drin. Wir haben soweit alles verkabelt. Jetzt machen wir den ersten Testlauf. Das Laufwerk funktioniert nicht, das hat einen alten Anschluss. Das sehen wir dann weiter.